Ah. Okay. Und schon geht's ihm wieder gut. So, den konnte ich, glaube ich, irgendwo jetzt platzieren, die Kugel. Hier nicht. Da oben vielleicht irgendwo? Wirkt das permanent? Also nicht nur, wenn ich in der Nähe bin? Okay. Erstmal alle zurückverwandeln. Okay, die sind in Wirklichkeit auch so pummelig. So, erstmal. Achso, da drüben. Komme ich so nicht hin? Ja, ganz ruhig. Mein Gott. Die können heulen. Wupp. Und jetzt? Es ist zu gefährlich, die Sola weit in diese Richtung zu transportieren. Gehen wir zurück, Link. Okay, und wo soll ich die denn hinbringen? Ach, da sind die! Ah, ich wusste doch, dass sie irgendwo im Punkt war, wo ich die ablegen kann. Link, es gibt noch eine Sola. Wenn wir sie finden, wird sie uns zu Santos Versteck führen. Das dachte ich mir auch gerade. Wie es da unten leuchtet. Dafür, dass das die Schattenwelt ist, leuchtet es da unten aber gewaltig. Tut mir leid, für dich hatte ich gerade keine Sola. Die musste ich kurz mal ablegen. Aber komm gleich wieder. Ist dann wahrscheinlich wieder das Gleiche mit der Hand. Gleich nervig. So. Füllchen. Wieder auch mal. Wenn er nicht so verrückt rumfliegen würde. Ha! Ja, mit dem zweiten Schuss. Hätte ich Schlechteres erwartet. Achso, ich hätte da oben bleiben können, sollen. Schätze mal, ich muss dann da oben irgendwie die Dinge aktivieren. Nicht? Nein? Okay. Gut. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich möchte ein bisschen rumschlängeln, aber ob mir das großartig was bringt, ist dann eine andere Frage. Ach, da oben ist einer. Okay. Den habe ich irgendwie gesucht, aber vorhin irgendwie übersehen. So. Das lasse ich mir nicht gefallen. Hä? Ist aber schon vorher irgendwo abgeprallt jetzt gerade. Nee, tatsächlich. Der ist einfach nur kackimmun. Tu nichts Unüberlegtes. Du fliegender Riesenkopf. Bin ich auf die Rollentaste gekommen. Na, das ist jetzt unangenehm. Da war ich schon drüben. Okay. Zweiter Versuch. Hab mich ja vorhin bei dem anderen Raum auch blöd angestellt, von daher ist man es bei mir ja schon gewohnt. Ja, okay, das war jetzt dann ein bisschen blöd. Das war jetzt so richtig die Königsklasse der Dummheit. Mal runterlassen. Bis zum geht nicht mehr. Bis es nicht mehr geht. So, du schießt deine
Kack. Kugel. Ich springe hier ein bisschen durch die Gegend. Hup, hup, hup. Ganz vorsichtig. Ach, Gott sei Dank. Den Kopf wollte ich wegkriegen, weil der hätte mich nur genervt. Und außerdem wäre ich nicht weitergekommen. So, was haben wir hier drin? Wahrscheinlich wieder was komplett Unpassendes. Ich glaube, ich brauche immer noch ein paar Bomben, oder? Wenn ich richtig liege. Ja, mein Bombenbeutel ist immer noch leer. Immer noch seit dem Lufttempel. Sonst findet man diesen Schwachsinn doch immer, oder? Irgendwo findet man immer diesen Mist. Aber hier? Nein. Okay, sieht aus, als müsste ich mich hier rumschießen. Ja, okay, das sind drei. Das wollte ich jetzt gerade wissen. Ob es auch wieder drei sind oder ob man hier in der Schattenwelt ein bisschen freundlicher behandelt wird. War's das? Ja! Okay. Gut, ach, und da fliegt schon wieder die Kugel. Komm, die machen wir so fertig. So. Und ich muss jetzt irgendwie da hochkommen. Wieso ist da noch so einer? Wieso sind da noch drei? Wollt ihr mich verarschen? Boah. Seid halt noch nerviger. Ich weiß ja nicht. War's das jetzt? Danke. Schicken die mir noch drei. Nervt doch schon der erste. Mehr als genug. So, sie. Tun ja auch, Mann. So, wie komme ich da hoch? Achso, einfach hier einhaken. Ich dachte irgendwie, ich müsste mich da von oben durchhaken, aber. Vielleicht gibt es da irgendein Secret, wo ich hinkomme. Da kriege ich ja wieder einen Stempel. Boah, das wäre toll. Wäre das nicht toll? Ah, und da oben sind die Truhen. Okay. Da muss ich hier sogar lang. Dann ist ja gut. Ja, und der Stempel. Oh, auf Ansage. Einfach mal auf Ansage. So, was haben wir denn hier überall? Da ist nur eine Vase. Komm ich da direkt rüber? Ja. Das ist eine kleine Truhe. Kommen wir direkt alles. Sieht ihr unten auf der Karte, wo noch überall Truhen sind. Da ist noch eine dicke. Da dürfte der Schlüssel drin sein. Dann schaue ich jetzt noch hinter mich kurz. Ach, da ist auch noch so eine dicke, okay. Dann ist einer von denen der Schlüssel. Vielleicht ist in der anderen der Karte drin. Würde passen. Im anderen Gang haben wir den Kompass gefunden. Und dann hier die Karte. Nervt nicht! Blöde Vögel. So, ja, Karte. Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man hier oben noch eine Waffe kriegt auch. Können es gerade gar nicht sagen. So, komme ich da runter, ohne zum Wolf zu werden? Ich dachte kurz, ich würde es schaffen. Sah auch kurz danach aus. Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ja, aber die falsche Waffe. Okay. So, weiter geht's. Müsste jetzt hier schon wieder der letzte Raum sein. Da kommt jetzt bestimmt wieder so ein komischer Phantom-Tanto und dann so eine blöde Hand, die mich ewig verfolgt. Ich glaube, das ist ziemlich gleich auf beiden Seiten. Wird nur ein bisschen anders kämpfen wahrscheinlich. Ja. War zu erwarten. Oh, diesmal ist direkt eine Wand davor.
machen kein Geheimnis mehr draus. Wenn du jetzt wieder die gleichen Tricks anwendest. Ja, wenn du die gleichen Tricks an, oder? Nee, was anderes. Nee, das gleiche. Ich dachte wirklich, du wärst kreativer geworden. Seit wir uns vorhin getroffen haben. Au! Sind die gleich wieder weg? Ich kenn das doch. So. Na klar. Jetzt fängt das wieder an. Wenn ich gut genug bin, ruft er keine weiteren Monster. Ich muss nur schnell genug immer zu ihm hin. Das war jetzt schlecht. Na gut, dass er blöd ist. Hat's gereicht? Nee. Ich muss das nächste Mal, wenn diese Dinger rauskrabbeln, unbedingt... Oh! Hat mich jetzt direkt angegriffen? Dass er sowas noch erleben darf. Boah, ich finde den teilweise einfach gar nicht. Ah, ist das nervig. Bin ich in der Ballerina, die herumtanzt oder was? Kannst du nicht einfach stehen bleiben und versuchen, deine Kugel zu werfen? Anders hast du keine Chance. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall besser als beim ersten Versuch. Hat erst einmal geschafft, seine Kugel zu werfen. Muss nur auf seine Umgebung hören. Okay. Okay. Der ist fies. Der Trick ist fies. Das war schlecht. Oh, Gott sei Dank, er ruft seine Freundin nicht wieder zurück. Hätte das mal gewusst, dann wäre ich jetzt nicht extra in die Wolfsform gegangen. Obwohl ich mit dem Wolf sicher schneller an ihn rankomme, wenn es sein muss. Oh yeah! Zweimal hat er seine Kugel nur geworfen. Zweimal. Ich würde sagen, das ist ein guter Schnitt. Das ist vollkommen okay. So, und jetzt fängt dieses Chaos mit der Hand wieder an. Ich packe jetzt mal direkt die dorthin. Auf die Taste komme ich schneller. Und da ist sie wieder. Mein alter Freund. Die Hand des Königs. Ja, nerv mich nur. Alles klar. Alles klar, oder was? Haben wir sonst keine Probleme? Nee, Freundchen. Du nicht. So leicht mache ich es dir diesmal nicht. So leicht nicht. Die zweite Sola. So, da werden jetzt wahrscheinlich wieder 10.000 Monster hier im Schatten drin rum liegen. Ja, das war klar. Jetzt einfach schnell ablegen. Die Kugel bleibt ja liegen und dann muss er schnell hoch und Kugel da werfen, oder was? Geht das? Oh, das geht sogar.
Dann ist aber ein bisschen sinnlos die Position, von der aus ich es geworfen habe. Ich hab's noch erwischt. Warte, dann probieren wir das jetzt mal. Oh yeah. Bester Trick überhaupt. Du willst die Kugel? Ach, schade, dass sie nicht mehr da liegt, wo du gerade bist. Was für ein Jammer. Was für ein Jammer. Ich glaube, es war irgendwie anders gedacht zumindest. Der Raum gerade eben, aber es hat funktioniert.